Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Heute mal kein normaler Vlog, sondern wir machen mal was fertig für Silvester noch. Und zwar ist die Planung von einem Whisky-Sahne-Likör, Baileys, wie man es jetzt nennen möchte, eben selber gemacht. Und ein paar spezielle Zutaten, die normalerweise nicht reinkommen würden. Ja, gucken wir uns da. Können wir uns einmal die Zutaten angucken. Ist Kaka diese? Muss ich Kaka machen? Diese. Ach, das ist für drei Flaschen. Tipp, es greift für circa 1 Liter. Drei Flaschen. In die Kanne einwiegen 250 Gramm Whisky. Was war das denn jetzt bitte gerade für ein Move? Genau, 180 mal so erwischt. Also süß wie der erwischt. Ja, vielleicht ein bisschen durch die Schokolade. Gucken wir mal. Also wir haben jetzt also drin. Wir haben den Whisky, wir haben Zucker, wir haben die Zartbitterschokolade, die Vollmilchschokolade. Jetzt müssen wir ein Ei dazu geben. Ich weiß nicht, was ein Ei da drin soll, aber okay. Das machen wir auch eben so. So, jetzt müssten wir eigentlich mal langsam an den Punkt angekommen sein. Ich dachte, das kommt noch anders. Okay, dann packen wir erstmal die Sahne nochmal hinzu. Ah, 200 Gramm. Erstmal. Ah, stimmt, genau. Und der Rest kommt, glaube ich, später erst. Das erste Mal mixen und erhitzen haben wir durch. Jetzt kommt schon mal der erste Teil von Zusatzmaterial. Fokus, hallo. Der erste Zusatz nennt sich Wort, gell? Außerdem ist da nur noch ein Tropfen drin und ich brauche eine leere Flasche, wo ich es später reinfüllen kann. Und mit, durch das Erhitzen warten wir mal mit dieser Spiritus. So, jetzt haben wir noch Wodka dazugekippt. Spiritus kommt erst am Ende. Packen wir noch mal ein bisschen Schokolade mit zu. Und vielleicht einen Tropfen mehr Sahne, damit das alles, ne, nicht zu stark durchsticht nachher. So. Kommen wir nämlich zu dem Moment. Das Ding ist fertig. Dauert zum Schnitt so 15 Minuten. Das ganze Ding anzurühren. Dann musst du nur noch eingießen und abkühlen lassen. Und dann schön kalt auch lagern im Kühlschrank. Das lassen wir und dann probieren wir den mal. Jetzt wo er warm ist und der Dampf hochzieht, boah, das zieht in den Nase. Schauen wir mal. Schauen wir jetzt auch mal ungefähr, ob man schon, wie cremig das jetzt überhaupt geworden ist. Hätte ein bisschen dickflüssiger sein können. Jetzt riecht auch nicht mehr ganz so nach Alkohol. Vorher komplett zudrehen. Jetzt nehmen wir so ein bisschen noch. Naja, okay. Könnte aber gehen. Ist ein bisschen mehr geworden als erwartet. Ich wollte doch eigentlich nur ungefähr eine Flasche, sind zwei rausgeworden. Na gut, bei dem, was ich zusätzlich da reingekippt habe. Hauptsache, der ist auch was geworden. Schauen wir mal. Das ganze Zeug ist jetzt abgekühlt. Also eigentlich riecht man den Schnaps immer noch durch. Also ein Whisky. Geil. Oh, brennt ein bisschen, ne? Oh, kam aber noch ein bisschen Spiritus irgendwie durch. Ist gut geworden, der Baileys. Wer Bock drauf hat, ich kann das normale Rezept packe ich einfach mal in die Beschreibung noch mal rein. Aber zumindest die Zutaten dazu. Das ist irgendwie, wer Bock drauf hat. Oder ich habe so ein Video irgendwo
mal dazu gepackt noch. Was denn? Also.